So, Dele, und da bin ich wieder. Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Rogue. So, in der letzten Folge, was wir haben? Keine Ahnung. In der letzten Folge haben wir ja diesen Terra Nova Missionsgegenstand erreicht. So, und jetzt werden wir uns mal den anderen Sachen hier widmen, die hier noch zu holen und zu finden sind. Aber am besten ist es, glaube ich, wenn ich mir die markiere. Ansonsten sind wir nämlich noch morgen hier dran. Fangen wir mit dem an, der da unten ist. Okay, das heißt, ich muss wieder hier lang. Ja, würdest du... Oh, jetzt stehe ich mal einen Millimeter nicht genau und schon springst du nicht, ne? Okay, nee, das war falsch. Wie kommt man denn an den dran? Vielleicht von hier, aber das wäre unlogisch. Kommst du da... Nein, da kommst du nicht dran. Scheiße. Ganzen Weg wieder von neu. Oder? Kommst du da hoch? Ja, da kommst du hoch. Okay. Ich schätze, der Vorsprung ist ja nicht umsonst hier gedacht. Sehr schön, den haben wir. So, das nächste. Ups, man sollte vielleicht die Truhe auch mal treffen. Ist in dieser Richtung. Meter nach oben. Ich höre es schon, aber im Moment weiß ich noch nicht wirklich, wie ich da hinkomme. Aber ich habe eine Idee. Von da nach da. Wovon wir auch bestimmt gleich wieder zurückkommen werden. Nein, springt er da herunter, du Drecksack! Von da nach da. 4 von 5 Truhen. Gut. Nächsten Animus hatten wir da. Aber weißt du was, dann machen wir erst das, dann den Animus und dann die Truhe. So, wo muss ich hin? 119 Meter in die Richtung. Wie ich mir gedacht habe, dass wir hier wieder runter wegkommen. Und 90 Meter. Wo bin ich denn jetzt? Ach so, ich bin wieder am Ausgang. Ja, klasse, wie komme ich denn da hin? Der ist doch bestimmt noch in der Höhle. Da bin ich gekommen. Es hört sich an wie bei Minecraft so ein Ghast.
Ah, da geht's weiter. Kommst du da hoch? Jawohl, kommst du. Ach, hier ist ja auch noch das Animus-Fragment. Den holen wir uns mal eben. Wenn ich mal wüsste, wie ich da hinkomme. Von da nach da, von da nach da. Von da nach da, nicht runter. Von da nach noch eine Stufe höher und jetzt haben wir Höhlenmalerei haben wir hier, alles klar. Ach so, ich drücke C. Was auch immer das bringt. So, was haben wir jetzt noch? Eine Truhe. Ein Send Finish. I think so. So, wo haben wir die Truhe? Bestimmt nicht da. Ich muss in die Richtung. Aber wenn ich da runter gehe, dann komme ich doch bestimmt wieder raus, oder? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Na, ich glaube, wir kommen der Sache aber näher. Da ist sie doch. So, und jetzt brauchen wir nur noch einmal Fortschritt benötigen, dann haben wir sie. Gut, wir können wieder an zu unserem Schiff. Einmal hier hoch. Okay, hier war ich auch noch nicht. Doch, hier war ich schon. Hier war das mit dem... Ja. Lass dich fallen. Wo geht's denn jetzt hier wieder? Nee, von da aus bin ich ja gekommen. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Da bin ich von da gekommen. Nee, ich glaube, das ist der richtige Weg hier. Hier ist eh keiner mehr, der uns irgendwie schaden kann oder will oder wie auch immer. Captain Hoda, ich habe die Vorläuferschatulle. Smith ist... Schnellreisen, ja, wissen wir ja. Brauchen wir aber nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Sehr gut, Jay. Wo ist der Chevalier? Zurück zur Garfo. Wir müssen Honi feiern, fürchterlich. Mir ist nicht nach Feiern zumute hier. Ich weiß, wir brauchen diese Artefakte zurück, aber um welchen Preis? Samuel Smith. Kann ich auch solche dicken Dinger machen? Er konnte kaum nicht, das Schwert aber... führen. Zu töten war. Notwendig. Aber... Nichts aber. Smith war ein gefährlicher Mann, ein Templer. Und das Schlimmste, er hatte die Schatulle. Ihr solltet stolz sein, Shane. Vielleicht. Wir sollten jetzt nach Albany. James Wardrop, dem Lawrence Washington das Manuskript gab, wird dort sein. Kesego Vasi berichtet, dass James Wardrop viele Stämme von ihrem Stammland vertrieben hat. Wir haben
Weise, dass... Wie geil! Er ist einer der skrupellosesten Männer in den Kolonien. Er nutzt die Buchstaben Hammer. Des Gesetzes für seine Zwecke. Und wenn das Gesetz nicht für ihn spricht, findet der Abgeordnete, die es wollen. Alter, wie geil! Denkt bei seinem Handeln nicht an andere. Die haben ja mal gar keine Schnitte! Nö, die sind gute Seefahrer, die schaffen das. Darf ich die jetzt benutzen? Ja, ich darf sie benutzen! Wie viele? 5. Oh, erstmal daneben. Ach, das ist anders als bei 3 haben wir noch. Einer noch. Hammer, mit dem letzten Schuss. Einfach mal so zum Testen. Metall, 26 Stoff, 24 Tabak, 6 brennendes Öl und ein Besatzungsmitglied. 750, wow. So kommt man natürlich auch an Geld. Cool, cool. Ich möchte mal was versuchen, ob das jetzt geht oder nicht. Ich glaube aber nicht. Ah, das Ding fällt zwar... Die Zerstörung von Eisbergen erzeugt Wellen, die kleineren Schiffen wie schonen. Es bringt aber auch bei uns Schaden. Ich glaube, ich habe gerade eben mal den Test zu 38. Einfach nur geil. Einfach nur der Hammer. Ja, erstmal schön in Zeitlupe ins Wasser. Alter, danke. Alter, was bist du denn jetzt so am Haken? Geht ja mal gar nicht, ey. Ich glaube, Tabak und so... Alter. Hallo. Danke. Alter, was ist denn das jetzt so am Haken? Ich habe gerade nur eine 9er Framerate. 7. Komm, denn die letzte Truhe möchte ich aber noch mitnehmen. Wo ist er da? Alter, was bist du denn so am... Nee! Hart! Hat er das nicht geschafft? Krass. Alle Segel!
Wir werden definitiv noch die ganze Insel synchronisieren, aber ich mache, wie gesagt, jetzt erstmal mit der Hauptmission weiter. Wegen den ganzen blöden Fortschritt, den man irgendwie benötigt. Aus irgendwelchen Gründen. Ich sehe es gerade. Komm ich da durch? Ja, ich glaube schon. Geil. Richtig geil gemacht. Wir können uns glücklich schätzen, hier zu sehen. Aber hier ist nicht die Mission, die ich brauche. Ich markiere die mal. Ups, jetzt habe ich Escape gedrückt. Das wollte ich gar nicht. Alter, habt euch... Was? Okay, ich muss... ja, hallo? Würdest du dich mal bewegen? Ach so. Bestätigen. Keine Ahnung, wo das ist. Ja, wie wäre es denn mal mit weitermachen? Ja, wie lange brauchst du denn noch? Danke. Geht vor Anker! Nee, ich glaube da hinten. Ja, komm, weg ist am Steuer! Gib mir etwas Gas! Da ist ein Aussichtspunkt. Wir fahren geradewegs auf Land zu, Captain! Oh. Das gehört das alles zu einer Insel? Ich glaube nicht. Wird mir aber auch nichts angezeigt, wenn ich da mit dem Fernglas drauf ziele. Ach, jetzt weiß ich auch bestimmt, warum das so lange gedauert hat mit dem Laden. Weil wir ja schon wieder Sommer haben. Das dort ist Elvin. Größte Grenzstadt überhaupt. Alter. Also hier haben wir ordentlich was zu tun. Albany, Juli 1754. Es muss also kurz nach Edward Kenway gewesen sein. So, was haben wir denn hier? Zauber Fortschritt benötigt, 6 Truhen, 10 Sammelobjekte, nochmal einen Fortschritt benötigt, ein Aussichtspunkt nur, eine Aktivität und einen Missionsgegenstand. Na komm, 10 Minuten mache ich noch und dann muss ich aufhören. Das sieht aus wie... Was? Ach so, okay. Das
Tja, mein Freund. Ach, hättest du mich doch besser in Ruhe gelassen, dann wärst du jetzt noch am Leben. Aber wer nicht hören will, muss fühlen, ne? Kennt ihr das Sprichwort? Aber ich wollte mal eben was anderes gucken. Shay-Verbesserungen. So, französische Intermesser. Ne, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte Anfertigungen machen, genau. Pistolenhalfter, Gesundheitsupgrade. Ein Hasenfell, okay. Polarhasenfell. Und Fell des kanadischen Luchses. Grauwolfsfell und Schwertwalhaut. Okay, das heißt, wir werden auch noch jagen gehen. Schwarzwolffell und Narwalstoßzahn, was auch immer das ist. Oh, nicht schlecht. Das kann ich ja machen. Beutel für Wurfpfeile. Nun gut, dann geht's weiter. Ach, halt die Klappe, ich will doch nur zum Aussichtsturm. Punkt. Oh, die Musik gefällt mir. Von hinten sieht er aus wie Edward Kenway, ne? Mit der Mütze. Jetzt weiß ich, an welche Insel die mich erinnert. Das sieht aus wie Kingston. So ein bisschen, ne? Eine gewisse Ähnlichkeit ist da. Ah, haben wir schon mal... Haltet die Klappe. Ich habe keinen Bock, mit euch zu beschäftigen. Das finde ich jetzt aber reichlich unfair, dass du schon losfliegst, währenddessen ich noch gar nicht in der Nähe bin. Nur weil ich die Truhe haben wollte. Ihr lernt es aber auch nicht, ne? Wo will der denn hin? Fünf Berserkerpfeile habe ich nur noch, okay. So, mal eben kurz die Karte angucken. Okay, weiß ich wenigstens, was mich so erwartet. Komm, der Turm uns noch. Ihr macht mir eh Ärger. Ja, teilweise ist das echt so verzwickt. Aber der hier nicht. Drei von zehn Sammelobjekten. Eins von sechs Truhen, ja, ist okay. Ja, ein bisschen Zeit habe ich noch, 5 Minuten. Alter, gibt es sie viel. Ach, hier gibt es auch wieder eine Taverne. Wo sind wir denn in der Nähe? Komm, wir machen die Taverne. Da sind wir gerade in der Nähe. Psa.
So, der Löwe. Nach der Taverne mache ich aber auch Feierabend, weil ich dann noch was zu tun habe. Schon wieder nur eine Framerate von 11 bis 10. Keine Ahnung warum. Na dann kommt her. So, zwei haben wir schon mal. Alter, schön in Zeitlupe schlagen. Jawoll. Die können nichts. Komm, ist die Schlägerei vorbei, kriege ich wieder eine bessere Framerate. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Ich glaube mal, dass ich... Nö, war mir klar. Gut, gehen wir wieder raus. Dame? Ach ne, ich wollte doch nicht mit dem spielen. Ich wollte raus. Nein, ist der Ausgang. Sodele! Ich würde mal sagen, ich beende jetzt die Aufnahme und wünsche euch noch einen schönen Montagmorgen. Höchstwahrscheinlich geht's am Mittwochabend weiter. Muss ich mal gucken, wie ich durchkomme. Und ja. Also haltet die Ohren steif. Bis dann, ne? Tschüss.